So. Ja. Hier. So. Uhrzeit. Baracke Talk. Welcome to the final show. Guten Abend, willkommen. Der Herbst, Rentrée. Springen wir gleich rein, head on ins Thema Familie und Gewalt. Eins Thema. Familie und Gewalt. Das ist das zentrale Thema dieses Stücks, ganz simpel und klar. Es zieht mich immerhin zu großen, einfachen Themen, die etwas Banales, fast Archaisches haben. Rave. Das Feiern, Irre, der Wahnsinn, Abfall für alle, das Ich, Johann Holtrop, Geld und Macht und hier also Baracke, Familie und Gewalt. Es ist meine mir seltsam selbstverständliche Urintuition, dass diese beiden Dinge zusammengehören, Familie und Gewalt, obwohl ich natürlich weiß, dass andere bei Familie an ganz andere Dinge denken, aber an welche eigentlich genau? Etwa an Glück? Nein. Die Nähe der Körper, der geschlossene Raum, die Sexualität, der hohe Druck, die lange Dauer der Tage, der Jahre, nicht zuletzt auch die von den Genen mitbewirkte Übernähe der Charaktere. Das ist das fundamental explosive Setting der Familie, das sich fast normalfallhaft in gewalttätigen Ausbrüchen entlädt. So weit, so banal. Das andere ist komplizierter. Es ist ein diffuses Gefühl, das mich zu Beginn der Nullerjahre so massiv und unerklärlich beherrschte, dass ich eigentlich nicht mehr denken, schon gar nicht mehr schreiben konnte. Das Gefühl einer umfassenden, alles verdunkelnden Weltfinsternis. Es gab zwei Gründe für diese Verfinsterung der Welt, Abu Ghraib und NSU. Beide Schrecklichkeiten waren zu dem Zeitpunkt, als sie sich ereigneten, als die Taten des Folterns und des Mordens begangen wurden, nicht bekannt. Das steigerte die Dämonie ihrer Wirkung. Abu Ghraib wurde im April 2004 bekannt. Der politische Hintergrund, die persönliche Schuld der Staatsspitze der US-Regierung von Vizepräsident Cheney und Präsident Bush in den Jahren danach bis 2008. Dieser Effekt des im Nachhinein war so erschütternd, jedes Mal, wenn man das Datum irgendeines dieser maximal sophisticateden Juristenmemoranden las, die die Folter für todsicher zulässig erklärten. Vielen Dank. Ist man erschrocken. Was? Schon im November 2001, schon im Herbst 2002 waren die Verbrechen beschlossene Sache. Ganz unten wurden sie dann von Gefängniswärtern und Geheimdienstlern vollstreckt. Ein weltweit agierendes, clandestin organisiertes US-System von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Was geschah am 4. November 2003? So heißt der dritte zentrale Akt in meinem Stück. Das ist es. Reich des Todes, das Vorgängerstück zu diesem hier zur Baracke. Das war der Tag, an dem die schrecklichsten Folterungen verübt und fotografisch dokumentiert wurden. Reich des Todes, in dem ich diese Zusammenhänge zu entfalten und darzustellen versucht habe. Dieses im Nachhinein des Bekanntwerdens brachte den Boden, das Licht, der Geschichte
auf dem man zu stehen glaubte, auf höchst irritierende Weise ins Wanken. Beim NSU war es noch extremer. Erst am 4. November 2011, als die beiden NSU-Haupttäter nach einem Banküberfall in Eisenach in dem von ihnen angezündeten Camper gemeinsam Suizid begangen, erst durch die danach verschickten Bekennervideos wurde bekannt, von September 2000 bis April 2006 hatten die NSU-Mörder 8 Männer mit türkischen und einen Mann mit griechischen Wurzeln erschossen, danach noch eine deutsche Polizistin, von ihrer Wohnung in Zwickau aus, quer durch das ganze westliche Deutschland, waren sie zu diesen Tatorten gereist und hatten da ihre exekutionshaften Morde begangen. Nürnberg, Hamburg, München, Rostock, Dortmund, Kassel, Heilbronn. Das also war es. Das war neben Abu Ghraib die zweite Realursache der umfassenden Weltverdüsterung dieser Jahre. Als ich mir für Baracke diese Dinge klarzumachen und zu vergegenwärtigen versuchte, vor allem mit Hilfe der unfassbar verdienstvollen Dokumentation des NSU-Prozesses der SZ-Autorinnen Rammelsberger, Ramm, Schulz, Stadler, haben die dort verhandelten Dinge, die Fülle dessen, was in diesem Prozess bekannt geworden ist, in Richtung Staat, Mittäter, Familien, Lebensrealität im Untergrund, politische Überzeugungen und Persönlichkeiten der Täter, mich und das entstehende Theaterstück Baracke immer mehr eingenommen. Es kamen, wie immer bei mir, die Überlegungen der Soziologie dazu, was sie weiß und sagt zur Anomie, zur Bohème, zum sozialen Konflikt und zur gierigen Institution Familie, also Dörkheim, Merton, Benjamin, Koser, bis ich nach ziemlich langer Zeit, nach etwa 2-3 Jahren, merkte, dass die Nebenthematik der NSU den Hauptgegenstand meines Familienstücks und damit das Stück selbst komplett unterworfen hatte. Ich war dabei, ein zweites politisches Gesellschaftsstück zu schreiben, aber das wollte ich nicht. Die Gegenmaßnahmen folgten meiner Lieblingsdevise: kann alles weg. Gerade der Theatertext und das Theater profitieren fast immer immens vom Streichen und Wegnehmen. Ich drängte also den politischen Komplex weitgehend aus der Explizität meines Familienstücks heraus, bis nur noch das diffuse Gefühl der Anwesenheit diffus scheußlicher politischer Dinge in der Außenumwelt um die Familie herum übrig blieb. Und ich gab den Gewalt- und Prügelszenen, mit denen das Stück ursprünglich eingesetzt hatte, ihre vergessene, einst aber doch real gewesene Vorgeschichte, die Wirklichkeit des Moments des Sich-Verliebens von Momenten der Liebe hinzu. Beides waren prekäre Operationen. Kann das gelingen, ein hochkomplexes politisches Thema zur fast accessoirehaften Randbedingung zu reduzieren und die eigentlich unaussprechliche Größe und Banalität der Liebe jetzt also doch noch einmal, wie in Jeff Koons, diesmal nur noch direkter, in Dialogen den Figuren wirklich in den Mund zu legen, den Kitsch der Liebe anzunehmen, die Lüge, das Private sei frei von Politik privat. Geht das? Kann ich das? Baracke, Familie, Gewalt, politischer Terror, das ist das Thema. Meine Weltsicht ist düster. Ich weiß nicht warum, wo das herkommt, aber es ist so und es ist auch egal. Ich frage mich immer nur, was folgt daraus? Was kann ich daraus machen? Und dann gibt es eben gleichzeitig diese diffus generalisierte Weltpanik, das dauernde Erschrecken, das Aufgerissensein auf den Moment hin, das Geschehen, das Jetzt, das Ereignis, das Miteinander mit anderen Menschen. Und dann entsteht daraus insgesamt ein hochchaotischer Innenzustand, der nur eines will: Wort werden, Text, um darin zur Ruhe zu kommen. Die Düsternis und die Panik sind also Welt, Text, Werk und somit Lichtgeneratoren. Das ist das Schöne an der Welt der Worte, dass sie sich immer hinbewegt zum Gegenteil. Zwei, Form. Wir hatten eins Thema, wir haben zwei Form. Es folgen 3 Bühne und 4 Zuschauer. Jeweils gut 5-6 Minuten, 20 bis 22 Minuten etwa insgesamt. Dann ist der erste Teil auch schon vorbei, dann sind Sie dran.
Es folgt der Hauptteil von 40 Minuten etwa, Ihre Fragen. Meine Form hier, Berliner Marathon, eine siebenköpfige Brassband, stand auf einem Kleinlaster neben der Strecke, alle in solche roten Adidas-Trainingsanzüge gesteckt. Das schaute so hilarious aus. Und dann spielten sie, kurz bevor die Läufer kamen, dieses Rocky-Film-Thema. Gonna fly now. Ba, 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 ba. Und dann trabte beschwingten Schrittes bei Kilometer 36 der erstplatzierte Eliud Kipchoge vorbei. Nicht ganz so überirdisch schwebend wie vor 3 Jahren, aber doch in fliegendem Lauf wunderbar. Und kurz darauf Tigist Assefa, die ihrem Weltrekord entgegenlief. Und da dachte ich, ich muss auch wie ein Sylvester Stallone vor Ihnen hier einlaufen. Wie Eliud Kipchoge, Tigist Assefa, um hier vor Ihnen zu stehen als Soldat meiner Kunst. Hallo Jonathan Mese, hallo Wolfgang Herrndorf. Zugleich als Ihr Clown und Narr und Kasperle. Denn in diesen Rollen agiere ich bei diesem Auftritt hier, wenn ich selber Ihnen mein eigenes Stück, das Sie eben gesehen haben, live noch einmal aus meiner Sicht präsentiere. Form also. Das eigentliche Rätsel der Produktion ist jedes Mal die Form, die Frage, wie kann ich es sagen? Wie muss das Stück klingen? Wie muss es gebaut sein auch? Wie muss es notiert sein? Wie soll die Schrift auf dem weißen Papier angeordnet sein, rein optisch? Wie also schaut die Partitur des Stücktexts aus? Das sind extrem äußerlich und zugleich mega entscheidende Fragen. Gibt es Szenenanweisungen, etwa gar in Kursivtext? Gibt es Figuren? Tragen sie etwa gar wirkliche Namen? Die zentrale Formidee, die mir vorschwebt, ist ein nach-postdramatisches Theater. Das auf die Erschöpfung des postdramatischen Theaters, die jetzt auch schon seit 10, 15 Jahren zu beobachten ist, reagiert, aber ohne dessen fantastische Leistungen aufzugeben, gegenüber dem traditionellen Well-Made-Play-Theater, wie es aus England, aber auch aus dem Fernsehen, den Serien, dem Film kommt. Ein Theater also, das beides haben sollte. Die Textfläche, die absolute Freiheit der Assoziativität der Rede und ganz konkret erkennbare Figuren, deren Enge, Definiertheit, Entwicklung und mit all dem auch Handlung. Was ist denn die Handlung dieses Stücks? Der Dramaturg der Aufführung hier am Deutschen Theater, übrigens, Baracke ist mein 9. Stück. Es ist meine erste Uraufführung in Berlin. Danke, Iris Laufenberg. Der Dramaturg Daniel Richter also hat die Handlung auf der Rückseite dieses Programmhefts, hier, also dieses Programmzettels, perfekt gerafft zusammengefasst auf 19 Zeilen. Das ist die Essenz der Handlung. Und diese Handlung ist zwar von allem möglichen Nicht-Handlungshaften verschleiert, aber im Kern, wie die Grundthematik des Stücks, ganz simpel und banal. Der Lebenslauf der Liebe, vom ersten Verliebtsein bis zum Tod. Die ersten 3 Akte zeigen die Bewegung auf die Familie hin, die Protagonisten also im Akt 1 Party als sich Verliebende, im Akt 2 Liebe als an der Liebe Scheiternde, im Akt 3 Freunde in juvenilen, kollektiven Lebensvorraum, Saufen, Krölen, Waffen, stumpfe, schöne Affekte, das System Aversivität, das System Romantik, Sinnlichkeit und Sexualität und ganz rudimentär irgendwo auch dabei irgendwelche ins politische, reaktionär-rechtsradikale gehende Impulse. Dann der 4. Akt, Familie. Der ganze Horror wieder gegliedert in 4 große Szenen. Übrigens, ich habe hier erstmals mit einer Viererordnung experimentiert, aus der Idee heraus, dass das Leben, um das es hier geht, mehr als um Ideen,
im organischen Molekül des Kohlenstoffs mit seinen vier Bindungsstellen fundiert ist. Erstens also Hieroglyphe der Vernunft. Ich übertrage dieses glimmende Hegelwort, das er dem Staat gibt, für meine Zwecke auf die Familie. Hieroglyphe der Vernunft. Zweitens das Hochzeitsfest. Drittens Keller. Und viertens die letzten 16 Minuten. Wie aber klingt dieser Bau? Es gibt einen Sound des ganzen Stücks im Großen. Ich stelle mir da eine maximal tieffrequente Stimmung vor. Welche Harmonie darf sie haben? Und welchen Halt gibt dieser Sound auf die Art den unterschiedlichen Sprechweisen, die er ermöglichen soll, von der totalen Banalität bestimmter Sätze, Haltungen, Mechaniken des Dialogs bis hin zu kaum mehr nachvollziehbaren theoretischen Passagen oder hochgepitcht gefühlvollen Lyrizismen? Denn all das soll da sein, denn es ist da in der Welt, auch ganz besonders in mir selbst. All das muss der Bau ermöglichen und zusammenhalten. Und was ändert sich am Sound des ganzen Stücks, wenn in einer Szene ein Kassenzettel auftritt oder ein echter Brief, der auch noch direkt auf das in der Szene davor Geschehene antwortet? Was gibt es für Textsorten, die den vertrauten Gedankenmonolog, den ins Ungefähre des Publikumskollektivs geredeten Monolog der Figur ersetzen könnte? Was leistet eine echte Imperfekterzählung gegenüber einer klassischen Szenenanweisung? Was für ein episches Theater also könnte das sein, das all das zusammenfasst und auf heute hin transzendiert, was Peter Sondy in seiner genialen Theorie des modernen Theaters, des modernen Dramas hier wunderschön Suhrkamp 1959 präsentiert und analysiert hat. Dem Flow der Folge der Szenen, der die Sache als Ganzes zusammenhält, das Gegeneinander ergänzen, bestätigen, widersprechen, der Bewegung also im Übergang von Szene zu Szene, tritt auf der Mikroebene des direkt Gesprochenen das zur Seite, was vom Stil der Sprache bestimmt ist, dem Sound, der alle Elemente fusioniert, die Figur, das Thema, den Autor und den Zuschauer, der, wenn er richtig austariert ist, etwas Schwebendes hat, nahe am Boden der alltäglichen Rede, aber doch minimal erhoben, schwebend, bisschen fremd, leicht, minimal abgedreht ins Verborgene. Das wäre der ideale Sound, der Stil meiner Reden fürs Theater, der mir immer vorschwebt, der schwebende Stil. Drei Bühne. Aber all das sind Präliminarien für hier, für die Bühne. Der Text grundlegend, aber nachgeordnet. Denn das, worum es am Theater einzig und allein geht, ist die Aufführung auf der Bühne. Der Autor bekommt den Text von der Welt gegeben. Er fasst ihn so auf, dass sein Verständnis von der Sache maximal präzise niedergelegt ist. Und dann geht das so ans Theater. Dann ist der Autor draußen. Dann ist das Theater dran. Und dann durfte ich am Freitag bei der Premiere, ohne irgendetwas von der Produktion gehört oder gesehen zu haben, hoch angespannt miterleben und dankbar konstatieren, die Wiedergabe hat für mich funktioniert. Die Weitergabe hat für mich funktioniert. Das Team der Regie um Claudia Bossart, Elisabeth Weiß für die Bühne, Andi Besuch für die Kostüme, Annalena Fröhlich für die Videos, hat das Stück gepackt und tatsächlich auf die Bühne gewuchtet. Vielen Dank. Dort ist es realisiert worden, von den Körpern der Schauspielerinnen und Schauspieler, von ihrem Dastehen, etwas sagen, nichts sagen, sich bewegen, unbewegt sein. Alles konzentriert sich am Ende auf der Bühne auf nichts anderes als auf diese Körper. Das ist die unzerstörbare Urgrandiosität des Theaters. Bea Mareike Beikirch, Ramin Jeremy Mockridge, Uwe Janek Maudrich, ein Dichter Frieder Langenberger, Freya
für die erkrankte Daria von Löwenich. Bitte sagen Sie mir, wie die Schauspielerin heißt, die Freier. Lisa Birke-Walzer. Bitte lauter. Lisa Birke-Walzer. Isa. Lisa Birke-Walzer. Entschuldigung. Also gut, vielen Dank. Frau von Löwen, Eva Maria Salcher, Vater Andri Genardi, Mutter Nathalie Selig, Kind Mio Südhoff. Danke euch allen. Das zweite große Element der Bühne ist die Zeit. Da schaue ich auf die Uhr. Wie steht der Moment eines Augenblicks still und unbewegt da? Wie lange? Und wann geht wodurch die Zeit zum nächsten Augenblick über und weiter? Wenn in zwei Menschen die Zeit so koordiniert, inkorporiert ist, dass sie sich in ihnen momentweise gleichsinnig bewegt, sind das Momente seltener Glückseligkeit. Die Bühne kann das leisten, wie die Musik, das Zeitempfinden so zu synchronisieren, dass das ganze Kollektiv des Publikums im gleichen Takt schwingt und empfindet, mitdenkt, zweifelt, sich selbst dabei vergisst. Epiphanie des Theaters, klar, ganz selten, aber doch immer wieder reale Erfahrung. Je kürzer das Stück insgesamt ist, je intensiver die Bühne insgesamt auf das lauscht und sinnt, was zeitmäßig auf ihr vorgeht, umso besser kann es der Aufführung gelingen, ihr richtiges Zeitmaß zu finden. Aber meine Stücke sind alle zu lang, und zwar viel zu lang. Trotzdem kämpfe ich, seit ich Stücke schreibe, seit Krieg, den vergeblichen Kampf, die Aufführungen kurz zu halten, menschengerecht, zuschauerfreundlich. Denn es ist eine hirnphysiologische Tatsache, dass konzentrierte Aufmerksamkeit auch unter optimalen Bedingungen kaum länger als 45 Minuten anhalten kann. Dann wird der Geist schwach, dann kann man nicht mehr. Dann muss was anderes kommen. Nach meiner Vorstellung im Theater, der auch bei tollen Aufführungen gar nicht so selten schönste Akt, die Pause. Wo man aufatmet, Distanz nimmt zum Stück, mit anderen über das redet, was man erlebt hat, raucht, trinkt, neue Kraft aufnimmt für den zweiten Teil des Abends, den nach der Pause. Das Theater hat sich von dieser Idee leider komplett verabschiedet. Mit 1000 Gründen, die einem von den Theaterleuten dafür immer wieder gesagt werden. Zuletzt habe ich mit Stefan Bachmann genau hier in diesem Raum über seine Inszenierung von Reich des Todes gesprochen. Da kam das auch wieder vor. Gründe, die alle richtig sein können und doch real irrelevant sind, weil sie aufschlagen und zerbersten an der Realität des Fleisches, des Körpers, des Zuschauers. Und dort, das darf das Theater nie vergessen, findet ja nun der letzte Akt der Aufführung statt, im Zuschauer. 4 Zuschauer. Was sieht er, was erlebt er, was fühlt er, was denkt er? Tausendes, alles. Myriaden von Reaktionen in jedem auf das, was die Bühne ihm präsentiert. Die strukturelle Überforderung des Zuschauers durch die Bühne, durch die Masse an Reizen, Ideen, Argumenten, Bildern, natürlich auch Worten, hat eine weltanaloge, damit höchst begrüßenswerte Qualität. Sie machen dich fertig, die Welt, wie sie ist, die Bühne, die genau das zeigt. Mit dem einen entscheidenden Unterschied, dass man auf die Weltüberforderung völlig angemessen reagieren kann, indem man sich von ihr abwendet. Verstehe ich nicht, mir doch egal. Was man versteht, nimmt man mit, nimmt man auf. Was einen überfordert, langweilt, interessiert nicht, wird routiniert und schmerzlos übersehen. Am Theater geht das nicht. Jedes nicht verstandene Element geht im Hirn des Zuschauers zu Protest. Was ist da los? Warum verstehe ich das nicht? Warum wirfst du Hirn die Erklärung nicht aus, wie das gemeint ist, was ich da sehe, höre, empfinde? Und dieser Protest, diese Erwartung ist richtig, dem Theater entsprechend, der Kunst ganz generell. Kunst muss verstehbar sein. Ich habe zwar mit Freuden hier in meinem Fotobuch in Worten das Gegenteil gesagt. Hier steht auf Seite 196,
Wo steht's denn? Die ganz leer ist diese Seite 196, das Wort Klage. Und daneben auf Seite 197, Kunst soll unverständlich sein. Mit dem Bild einer Skulptur darüber, das auf Anhieb maximal verständlich ist. Oh Gott, ist das schön. Dieser Frauenkörper aus totem Marmor, diese Haltung der Hingabe ans Leben. Wie kompliziert also darf die Kunst das verrätseln, verbergen, latent halten, was sie an verstehbarer Essenz aber auf jeden Fall in sich haben muss? Das Sonderproblem der Kunst des Theaters, die, wie erwähnt, unter dem grausamen Gestirn der objektiv voranschreitenden Zeit steht, dem des bösen Kronos. Das Theater hat keinen Raum für Muße, für Rückzug, für Innehalten und nochmal überlegen. Das Theater muss sofort verstehbar sein. Es muss sich das Verstehen zumindest mit dem Fortgang der Aufführung erschließen. Irgendwann müssen die Ahnungen und Interpretationsvarianten, die sich im Zuschauer aufbauen, zu einer plausiblen Schlussfolgerung gerinnen, zu der These, so also haben die das vermutlich gemeint. Hier kommt der spezialisierte Zuschauer ins Spiel, der über den Abend, den er erlebt hat, später einen eigenen Text schreibt, der Kritiker. Er ist die professionalisierte Instanz des Verstehens, der Befunderhebung, der Wertung zuletzt. Von daher hat dieser Beruf einen unglaublichen Glamour. Ein junger Mensch, den es zum Schreiben drängt, der nicht als erstes Kritiker werden will, hat für mich, dabei bleibe ich, keine Würde. Interessant am Text des Kritikers ist, anders als oft behauptet wird, nicht die Begründung für sein Urteil, sondern die textliche Plausibilisierung der Evidenz dessen, was er an dem Abend erlebt hat, die Nervosität also, mit der er auf die Aufführung reagiert. Er tut das stellvertretend für andere Zuschauer. Er muss also sein eigenes Zuschauen hoch aufmerksam in sich selbst beobachten und zugleich verallgemeinern auf das von anderen Zuschauern möglicherweise gleichzeitig ganz anders Erlebte. Wenn das Werk verworfen wird, der Abend schlecht betroffen wird, will man als Macher sofort in die Debatte einsteigen, was da vom Kritiker übersehen, falsch gesehen, nicht gut genug bedacht wurde. But that's all bullshit. Es gibt keine Verteidigung des ästhetischen Werks. Das ist sein herzaufgerissenes Wesen, dass es sich der Welt übereignet, blind, voll Hoffnung. Ich hoffe, du magst mich. Und dann, wenn es zurückgestoßen wird, traurig in sich zusammenfällt. Aber man kann dem, der da nicht liebt, dem Kritiker, nicht mit irgendwelchen hochverfeinerten Gründen erklären, dass er mit seiner Zurückweisung falsch liegt. Umgekehrt ist die Freude über positive Kritiken natürlich immens, quasi maßlos, die Erlösung von allem. Dass der Abend in der Resonanz einiger Kritikerinnen und Kritiker auf so viel Zustimmung gestoßen ist, freut uns alle natürlich gigantisch. Entschuldigung, so ist das. Danke also auch an die Kritik. Das Hauptproblem der antiken Philosophie ist die Welt. Das der mittelalterlichen, die Offenbarung, das der Neuzeit, der Mensch. Wir können daher von einer kosmologischen Periode, einer theologischen und einer anthropologischen sprechen. Können Sätze schöner klingen? Baracke, die elementaren Strukturen der Verwandtschaft. Vielen Dank.